Da drückt man einfach mal die beiden heran, wenn die gerade gekauft haben. Na, was habt ihr denn da feines gekauft? Oh, wir, was zu trinken? Sie hält so ein bisschen die Holzfigur hinter ihren Rücken. Was ist das für eine Holzfigur? Das ist ein torbischer Ritter. Torbischer Ritter. Und Ja, dafür ist ja. jetzt deine 10 Heller gegeben? Ja, ist doch mein Geld, oder nicht? Natürlich ist das dein Geld, ich wollte es ja nur wissen. Man schaut mal nach bei dem Händler, ob der noch mehr Figuren da stehen hat. Ja, also wie gesagt, er hat so eine kleine Bude vor der Taverne aufgebaut und verkaufte dann verschiedenste Sachen, geschnitzte Medaillons von irgendwelchen Göttersymbolen, irgendwelche Halbgötter, ja, Figuren von Magiern, Rittern, Krieger, irgendwelche Streuner oder so, irgendwelche Wappen, die er da geschnitzt hat, also einfach irgendwelche Schilde, Holzschwerter, mit denen man dann eben auch fechten könnte. Das sind jetzt keine Turnierwaffen, das sind dann eher so Sachen für Kinder oder für, ja, haben keine gute Qualität. Ja, man zieht mal ein Goldstück und reicht es dem Händler rüber. Ja, Ja, also. lass die Kinder noch ein paar Sachen aussuchen, was sie haben wollen dafür. Wollt ihr das restliche Geld wieder haben Nein. oder? Okay. Ja, dann. Kinder, er reibt sich so ein bisschen am Kopf, wandert dann mit der Dukate, wandert sofort in seinen Geldbeutel. Ihr könnt jetzt eigentlich alle Sachen haben, die hier liegen. Das Tuch könnt ihr auch mitnehmen, auf dem die Sachen liegen. Dann könnt ihr es, glaube ich, besser transportieren. Ich habe jetzt Feierabend. Man legt die Käse nochmal zu. Viel Spaß mit was auch immer ihr tun werdet. Mit euren neuen Sachen. Danke. Kann ich dein Page sein? Du bist gar nicht so geizig wie die Isarun. Naja, ich mache auch andere Sachen als Isarun. Ich bin nicht so der. Naja, Weißt aber du, dann verdienst du doch besser als sie, oder? man hockt sich mal, man geht mal in die Hocke neben sie. Ich. Weißt du, Isarun ist ein guter Mensch und ich bin ein Mensch, der versucht, gut zu sein. Ich versuche auch gut Versuch zu auch. sein, dann passen wir doch richtig gut zusammen, oder nicht? Ab und zu nehme ich ein Halt. paar Drogen, aber das habe ich ja aufgehört. Halt dich an Isarun. Ich glaube, sie macht einen besseren Menschen aus dir, als ich das kann. Na, schleichen kann ich auch. Das ist gut, das kann ich auch. Das Okay. gehört zu meinem Geschäft dazu. Ja, das habe ich gemerkt, dass du uns gefolgt. Also, ich habe das nicht gemerkt, aber ich habe das dann festgestellt, dass du mir gefolgt bist, wenn du dann hier. Okay, danke für die Figuren und so. Ja, vielleicht könnt ihr ein, zwei wieder verkaufen und noch ein bisschen Geld machen für euch. Ich muss Ja, nicht komplett der klauen. Händler ist jetzt wohl gerade auch schon mit dem Goldstück in der Taverne verschwunden und Ja. jetzt kannst du sehen, wie die beiden wohl kurz diskutieren und Draco dann stellt sich jetzt hinter den Stand. Na, Dracula, was machst du da? Ich verkaufe das jetzt. Ich meine, Ja, jetzt finde gehört ich das uns, gut. oder? Und ich steck mir jetzt gleich noch ein paar Figuren oder so ein und dann kommt den Rest, also so jetzt hier diese Göttersachen brauche ich alle nicht. Und die kann ich ja weiterverkaufen. Ja. Da vorne der kleine Fuchskopf. Was kostet der? Der Fuchskopf, der kostet 2 Heller. Zwei Heller. Na gut, pass auf. Ich gebe dir zwei Silber, wenn du ein Silber davon an und nickst zu der kleinen zu. Wenn du ein Silber auch noch ihr gibst als deiner Partnerin. Okay. Ja, dann gib Ich dir habe ihm das zwei mit dem Silber. Geld, ich habe das mit dem Geld wohl noch gar nicht so verstanden. Wenn ich was anbiete, dann müsst ihr doch eigentlich drunter bieten, oder nicht? Damit ihr es günstiger kriegt. Aber ein Silber ist Ja, doch jetzt mehr, oder? so machen das die normalen Menschen. Aber ich bin auch Abenteurer geworden, um auch Dinge zu tun, die nicht so normal sind. Weißt du? Ich bin jetzt gerade komplett verwirrt, aber ja. Er holt sich so ein großes Schneidemesser an seinem Gürtel hervor und versucht jetzt diesen Silber in der Mitte so durchzuschneiden. Warum Geht musst du den natürlich mit Silber dem durchschneiden? Hackmesser, Du geht das hast gerade besser? zwei Münzen gegeben. Ach so, ja, dann da hätte ich auch drauf kommen können. Ja, man, wie gesagt, zeigt auf die zwei Münzen und nimmt dieses Holzfäcksymbol und zwinkert dir bei nochmal zu. Ich muss mal weiter, ich muss noch einen Kampf beobachten. Tschüss, tschüss. Okay, bis heute Abend oder so. Tschüss. Ja, und geht los wieder zurück zum Kampf. Hoffentlich sieht man noch was vom Kampf. Ja, wie gesagt, 1 Stunde hattet ihr Zeit. Was tun die anderen in der Zeit? Ich würde mich umgucken nach meinem nächsten Gegner, das ist die Turnierrolle. Aktuell hast du noch keinen. Du kannst jemanden fordern. Du kannst natürlich auch Jalan oder Keras fordern. Ich Oder du bin ja suchst schon dir einen aus der gefordert. großen Liste aus. Ja.
Hast du die Ruhe abgelegt oder? Ist natürlich jetzt die Frage, möchtest du gegen einen guten Kämpfer Nein. streiten? Möchtest du gegen einen Unterdurchschnittlich. unterdurchschnittlich, also einen Unerfahrenen? Die Qualität des Genau. Unerfahrenen. Ja, okay, gibt natürlich nicht ganz so viel Ehre, aber da kannst du dann so ein bisschen rumfragen und forderst dann Rudegrim von Streitzig. Ist kaiserlicher Bannerträger, stolz, politisch korrekt. Er trägt das Wappen, aber naja, kämpfen kann er wohl nicht so gut. Gut, dann tippe ich mal gegen sein Schild. Und sehe zu, dass der Turnierrichter, ein Turniermarschall es mitbekommt. Ja klar, also die sind ja eh immer anwesend und werden das dann notieren, wenn du so einen jemanden forderst. Isarun? Ich würde mich mal nach Thorn Eisiger umschauen. Der wollte ja noch gerne mal sein Schwert ausprobieren. Ob der jetzt schon irgendwie Gegner hat oder ob ich erst später dran komme. Ja, doch, er hatte dich ja extra angefragt und kann dann, ja, steht dann da irgendwo in der Schmiede. Es gibt dann ja auch für die Turnierleute eine Schmiede, an der Sachen ausgebessert werden können. Und da wirst du ihn dann finden, kannst ihn dann herausfordern. Er nimmt dann natürlich auch an. Ein eigenes Wappen, ja, er hat halt ein Schild, aber der ist auch ohne richtiges Wappen. Kannst dann da das anmelden, dass du gegen Thorn Eisinger kämpfen möchtest und. Ja, dann mache ich das doch. Keras. Ich fordere niemanden nicht heraus. Ich lasse herausfordern. Du Wer auch lässt. immer meine Dienste benötigt. Deine Dienste. Dann würde Rondrigan Paligan dich herausfordern. Warum? Ja gut, du weißt genau warum. Weil Haus Paligan gegen Haus Karinor. Er kennt natürlich deine Hintergrundgeschichte und er ist selber auch ein Fechter. Kein guter, aber er ist ein Fechter. Dann nehme ich dieses Duell sehr gerne an. Deine Etikette verrät dir natürlich, dass du vorsichtig sein solltest, weil er als Markgraf natürlich adelig ist. Und da kannst du nicht einfach gezielt stechen, wie du es bei Yarlan getan hast. Vor allem ist er eben auch nicht so schwer gerüstet. Er Er trägt kämpft. eine Achterrüstung, steche Nein, ich auch nicht. er trägt eine Zweier-, Dreier-Rüstung, sowas in dem Dreh. Sehr leicht Ja, dann gerüstet. habe ich auch nicht den, dann muss ich ja auch nicht stechen. Ich muss das bei Yarlan halt tun, weil Ja, klar. offensichtlich. Die anderen haben einfach mehr Stil als Yarlan. Yarlan hat ja auch kein Land. Paligan dahingehend schon. Alter! Irgendwas Sorry, beschäftigt. Was möchte Rafim tun? Hast Rafim noch irgendwas, was er so nebenbei machen möchte? Ich möchte mir jetzt mal meinen Kämpfer anschauen. Wie gut schätze ich meine Wette jetzt so selber ein, wenn ich sehe, wie der sich da vorbereitet? Alvan von Unterallertissen? Ja, richtig. Also ich möchte nicht zu dem hingehen, sondern den nur so aus der Ferne beobachten. Ich Ja. nehme an, der bereitet sich gerade vor. Der bereitet sich gerade vor. Er ist ein mittelklassiger Kämpfer. Also, wenn du ihn vergleichst, Kiaras war wesentlich besser. Aber Kiaras hat ja auch gewonnen. Da kannst du natürlich jetzt wenig drauf schließen. Ja. Ja, gut. Nee, mehr mache ich nicht. Jalan? Ich wollte eigentlich meinen knappen Vortrag über ritterliches Kämpfen halten. Das geht jetzt nicht mehr. Entsprechend suche Sorry. ich mal nach dem weißen Ritter. Dem weißen Ritter. Ja. Ja, wirst du finden. Ruht sich gerade aus, trinkt einen. Nein, trinkt nichts, weil dann müsste er ja das Visier hochklappen. Oheim. Ja, hat natürlich dann den Ritterhelm auf, weißes Wappen ohne irgendeine Zier und steht da und wartet. Nehme ich mal zu ihm. Wie spricht man so jemanden eigentlich an? Herr Weißer Ritter. Ja, ich lehne mich neben ihm an die Balustrade, Herr Ritter. Gehört, euer erster Kampf war direkt wenig erfolgreich. Du siehst den Helm nicken. Nun, was macht ihr aus der Sache? Seht ihr eure Chancen gut? Ich meine, ich blicke mir das Feld, ob ich den von Unterallertissen irgendwo sehe. Die Schreiber sehen euch bereits im Finale gegen den Schwarzen Ritter. Wieder ein Nicken. Nicht sehr gesprächig, Nicken. Blick nochmal in die Ränge hoch. Und gut, dann hoffe ich einfach mal, dass Rondra auf eurer Seite ist. Oder noch viel eher, dass ihr von eurer beider Seite ist und wir uns zwischendrin mal auf dem Feld sehen.
nick ich auch einmal und trete wieder ab. Ja, okay, ein sehr Ich hab Vorstellungen, wer da drunter sein könnte. Die kannst du auch gerne laut äußern. Nö. Wird zumindest nicht von mir kommentiert. Es ist ein weißer Ritter. Ebenso werde ich mich nicht dazu äußern, wer unter dem schwarzen Ritterhelm sich verbirgt. Wir wissen beide, dass es ein Angriff ist. Gut, die Zeit vergeht weiter und Ömer schlägt dann irgendwann wieder bei euch auf. Ah, da bist du ja. Ich dachte schon, du würdest deine Wette verlieren. Weil du. Hat er schon angefangen? Noch nicht, keine Sorge. Ich denke, es soll jetzt mal wohl gleich losgehen. Das ist gut. Garas, hast du dir einen ausgesucht? Ich wurde tatsächlich ausgesucht. Und zwar von Padigan persönlich. Oh, Rondrigan, Panigan, ja? Ja. Also ist wirklich so klug, direkt mit unserem Vorgesetzten zu fechten? Nun, ich habe es mir nicht ausgesucht. Er wollte es so. Keine Sorge, ich werde versuchen, ihn nicht zu sehr zu blamieren. Ich schmunzel dabei ziemlich stark. Wir werden sehen, wie das läuft. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich werde den Kampf sehen können, aber ich weiß nicht, wie lange meiner dauern wird. Nun, ich hoffe, mein Kampf wird nicht ganz so lange dauern wie der zwischen uns. Ansonsten, ich will mir gar nicht ausmalen, was für einen Muskelkater ich morgen haben werde. Ja, ich bin rechtlich froh, dass der Kampfrichter dann abgebrochen hat. Ich meine, ich bin mir sicher, auf lange Sicht hätte ich euch wohl besiegen können, aber wer hat denn Lust, nach sowas dann eine Stunde später nochmal in den Ring zu müssen? Ja, das ist wohl wahr. Ich muss mir überlegen, wie man jemanden wie euch leichter besiegen kann. Aber lasst mich euch einen Hinweis geben. Versucht nicht wirklich durch den Gelenke zu stechen, wenn ihr im Ritter trainiert seid. Das könnten manche Leute übel nehmen. Natürlich. Ich meine, bei uns zu Hause gibt es für sowas Extrapunkte, aber hier in Gareth ist alles ein bisschen anders. Gut. Ja, ich hatte das schon gehört. Das Schöne ist, alle Kämpfer, gegen die ihr jetzt gerade kämpft, haben Qualität B, also normaler Standard. Auch Thorn Eisinger ist kein guter, leichter Handwaffenkämpfer. Er ist halt ein besserer Schmied, aber er macht's halt, weil er seine Waffen testen möchte. Padigan ist auch nur ein mittelklassiger Kämpfer. Wie gesagt, er ist nicht Dexter Nemrod. Er ist ein Diplomat. Genau, Rodegrim von Streitzig. Auch der ist nur ein mittelklassiger Kämpfer. Wie gesagt, das war der Bannerträger. Das hatte nichts mit dem Orkensturm zu tun. Da muss ich gerade den Namen nochmal ändern. Ja, und Alvan von Unterallertissen ist halt auch Frühstück für Jadan. Gut, ich würfel meine Initiative und dann werde ich alle vier Kämpfe der Reihe nach abhandeln. Ich werde meine Kämpfe einfach mit 15-15 führen. Das ist, glaube ich, einfach für mich. Und schauen wir mal, ob ich dann noch irgendwie was ansage oder so. Eine Initiative für alle. Dann könnt ihr eure eigenen Token auch mal positionieren. Ich starte auf der 17. Hat Jalan mittlerweile eine bessere Rüstung? Also, wie hoch? 1, 1, 1, 1, überall 1. Überall 1? Okay, das ist Ich habe halt meine Unterkleidung angezogen und darüber den Waffenrock. Weil das soll ja hier ein bisschen fairer vonstatten gehen. Ja, nicht so wie das eben gegen Kiaras. Gegen Kiaras? Karas ist auch ein guter Mensch. Irgendwo der Kämpfer ist hoch. Ja, okay, gut. Ich bin mit der 17. Ich fange an. Und zwar werde ich von links nach rechts wieder die Reihen gehen. Von links nach rechts, von oben nach unten. Das heißt, der erste ist Rondrigan Palligan. Das ist, wie gesagt, ein Degenkämpfer. Ich werde das mal ignorieren, dass es da irgendwie Initiative-Boni oder sowas gibt. Rondrigan Palligan sagt an, ein Finte 5. Kämpft auf die 10, nicht geschafft. Kiaras. 3. Ja, ich tänze zur Seite und muss nicht parieren. Greife direkt zweimal an. Gut. Er hat noch eine Erschwernis von. Ich nehme den Kampf genauso ernst wie den gegen Jalan. Von daher halte ich mich zu Beginn nicht zurück.
Ja, aber wahrscheinlich ein wenig überrascht, dass seine Attacke so daneben geht. Steche ich auch daneben, weil ich ihn ganz woanders erwarte. Runzel ein wenig die Stirn. Lasse meine zweite Aktion aber erstmal und tänzel ein, zwei Schritte um ihn herum, um ihn nochmal genauer zu beobachten. Gut, du kannst ja abwarten. Wenn er sieht, dass er erst einmal nicht verteidigen und parieren muss, dann möchte er spontan umwandeln. Kann er nicht, darf er nicht, er muss parieren. Wie gesagt, das ist Qualität B, das heißt, er darf nicht frei. Er muss parieren, er muss auf deinen nächsten Stich warten. Du bist dran. Gut, dann wandle ich meine zweite Attacke um. Genau, das kann er nämlich nicht. Er hätte es sonst gerne getan, aber das darf er nicht. Getroffen, dann kann ich parieren. Ich habe immer noch eine Erschwernis von 5. Ich mache trotzdem mal eine Meisterparade, damit das schnell vorbeigeht. Meisterparade 5, das heißt, ich habe eine Parade nicht so benutzt. Er hat seine Parade nicht benutzt. Genau, ich habe meine Parade nicht benutzt, aber er hat trotzdem noch eine Erschwernis durch die Finte. Das heißt, es ist insgesamt erschwert um. Mit deiner Finte 4. Ach nee, das ist Blödsinn. Also aktuell habe ich eine Erschwernis von 9. Schaffe ich. Schaffe ich. Dann ist es erstmal nur pariert. Wie gesagt, die Meisterparade habe ich mir gespart, weil so hoch. Dann ist die erste Runde durch. Jalan gegen Alvan. Alvan greift dich an. Alvan ist auch ein Degenkämpfer. Auch er macht eine Finte. Finte 5. Ich denke, ich halte ihn gegen. Oh, das könnte eine schlechte Wahl gewesen sein. Warte kurz. 5 plus 4 ist 9. Das ist sogar nicht mal geschafft. Er trifft. Er trifft. Geil. Sind 3 plus 4 bei einem Degen, ne? Sind 7. Nein, Degen hat nicht 4, Degen hat 1 oder 2 oder 3. Dann hat er einen Dreier. Dann sind das 6 TP für dich. Kannst du natürlich mit Rüstungsschutz abziehen und so ein Blödsinn. Ich glaube, da das sind wie gesagt nur Ausdauerschaden. Wir kämpfen mit Turnierwaffen. Rüstung, eine Zone brauchen wir nicht. Du bist dran. Okay. Guter Treffer. Neue Aktion. Und dann setze ich ja mal zu mit, ich habe eine 4er Erschwernis, mache ich noch eine 2er Finte drauf. 4er Erschwernis, ja, richtig. Ganz locker flockig. Meisterparade 2. Mhm. Das heißt, ich habe erstmal eine Erschwernis von plus 6 und dann nochmal 4 sind 8. Schaffe ich. Meisterparade, merk du dir das mal bitte, damit ich jetzt den Kampf weitermachen kann. Ja, ich habe weiter. Meisterparade 2 habe ich mir gemerkt. Isarun gegen Thorneisinger. Thorneisinger macht einen Wuchtschlag mit dem Schwert. Wuchtschlag 5. Schafft er. Ja, den versuche ich natürlich zu parieren. Ich sag mal Meisterparade 1, weil ich gehe auf sicher. Du merkst auch, dass Thorneisinger umwandelt. Möchte zweimal angreifen. Dann würde ich auch versuchen, umzuwandeln. Möchtest du zweimal parieren? Ja, ich würde dann zweimal parieren. Gut, dann kommt der nächste Angriff. Der ist erschwert um 4 fürs Umwandeln. Und nochmal 5 für einen Wuchtschlag. Ist eine insgesamt 9. Ja. Macht eine 8er Erschwernis für mich wegen Meisterparade. Du musst nicht parieren. Er hat nicht getroffen, beziehungsweise er trifft, aber du kannst automatisch parieren. Dann natürlich trifft Thorneisinger. Ja, strahlt Schwert auf Schwert. Alles klar. Kannst du frei umwandeln? Gut, eigentlich habe ich frei umwandeln nämlich nicht. Meister, du kannst nicht spontan umwandeln, da brauchst du Kampfreflexe für. Kampfgespür. Freie Aktion von Thorneisinger. Danke. Steckt sein Schwert wieder ein, dreht sich um und geht. Okay. Wie gesagt, also er hat seine beiden Attacken getroffen, natürlich. Und du musstest den zweiten nicht parieren, aber er hat halt zweimal mit seinem Schwert gegen deines gehauen und guckt sich das Schwert jetzt weiter an, geht vom Turnierplatz. Okay. Einigermaßen verwirrt verlasse ich auch das Feld. Guck so ein bisschen zum Turnierrichter hin, wie wird denn das jetzt gewertet? Ja, Thorneisinger hat aufgegeben, das ist okay. Zumindest. Also, natürlich hat er nicht aufgegeben, aber so wird es einfach in den Protokollen verbucht. Er wollte einfach nur sein Schwert testen. Alles klar, gut, ja. Siehst du wohl noch wie ein paar weitere? Jetzt kann ich mir die ganzen anderen Kämpfe anschauen.
ja, er, wie gesagt, er hat da auch noch ein paar andere in seinem Ständer hat er noch stehen und ein paar andere Sachen, die er da wohl auch noch testen will, irgendwelche Kampfstäbe mit Metallbeschlägen dran, was auch immer er sich da ausgedacht hat. Abelmir gegen Rodegrim von Streitzig. Vor dem Kampf würde ich mich vor dem Gegner formvollendet verbeugen. Auf einen guten Kampf. Ja, danke, dass ihr mich herausgefordert habt. Ihr kommt aus dem Horasreich, oder? Sie. Ja, ich komme aus den Nordmarken. Nun ja, dann könnte man sagen, wir sind fast Nachbarn. Ja, genau. Nun, dann nehmt Aufstellung. Ja, okay. So, gut. Ich würde zuerst eine Finte 5, heißt Antäuschen auf den Oberkörper und Stich auf die Beine. Mhm. Ist mir gelungen. Hast du also gerade vorgezogen? So. Ich habe eine 21, ich weiß nicht, wo er ist, aber. Ja, wie gesagt, ja, er ist bei der 17 und du kannst dann vorziehen. Mhm. Was hast du gesagt? Eine plus 5? Wo kommt plus war das 5. Eine Finte oder ein Wuchtschlag? Eine Finte 5, ja, genau. Finte 5, okay, dann pariert er normal auf die 10. Schafft er. Wispert ihr zu, wenn ihr euch dann näher steht, lasst ihr mich bitte gewinnen. Und findet dann auch mit einer 5. Schafft er. Heißt, meine Parade ist jetzt um 5 erschwert. Genau. Und ist gelungen. Nächste Kampfrunde, Kiaras gegen Padigan. Ja, ich lasse ihn natürlich herkommen. Ja, er macht auch wieder eine Finte. Finte ist cool. Finte ist die stärkste Attacke. 7 hat er geschafft. 5er Finte hat er gesagt? 5er Finte. Gerade so. Ja, kaum. Damit ist er dann um 4 gebunden. Ja, ich habe seine Attacke natürlich gebunden und greife direkt zurück an. Das war eine Minus 4, ich habe getroffen. Ja, du hast eine Plus 4 eingetragen, das musste aber eine Minus 4 sein. Ja, ich musste eine Minus 4 eintragen. Dann mache ich eine Meisterparade 1. Und hab damit einen Patzer. Nicht wundern, das war jetzt einfach nur gerade den Bogen, den ich offen hatte. Beschreib die Szene. Ja, er kommt auf mich zu, sticht mit seiner Waffe zu. Geschickt fange ich seinen Fechtwaffe einfach mit meiner Linkhand. Dreh das einmal so, dass er auf mich zukommt, stech gleichzeitig mit meinem Rapier zu, treff seine Schulter und ja, er verliert seinen Halt und kippt direkt nach hinten um, leichte Drehung. Und ich versuche ihn aber allerdings halb aufzufangen, dass er nicht auf den Boden stürzt. Mhm. Kannst auch nochmal Schaden würfeln. Damit ist seine Aktion durch, damit ist deine Aktion durch. Autsch. Jalan gegen Alvan. Ich habe noch eine Meisterparade offen, ne? Richtig, 2 Punkte. Dann gebe ich dir eine Finte 7. Okay, die nehme ich. Geschafft. Geschafft, Finte 7. In der Tat pariert. Dann kommt deiner. Kommt meiner mit einer ganz entspannten 6er Finte. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Keine Meisterparade. Oh, das ist kein Crit. Ja... Keine Meisterparade heißt für mich, du hast eine 6er Ansage, dann hast du genau getroffen. Habe ich sogar 1 drüber getroffen. Genau, weil ich auf die 9 müsste. Mhm, es sind aber immer noch 13 in den Schildern. Ja, dann ist das wohl auch gelungen, weil er mit leichter Rüstung kämpft und das ist über seine Konstitution. Dementsprechend ist der Kampf beendet. Regeltechnisch fällt er um. Du kannst das auch sagen, dass er nicht umfallen soll und er nicht ganz so gedemütigt wird, ins Koma geprügelt wird. Nee, ich glaube nicht, dass ich ihn mit dem Anschlag ins Koma verfasse. Vor allem, ja, es ist ja nur der Arm. Er hat kein Schild. Er wird vermutlich sich erst ein paar Schritte zurückziehen. Und dann wohl... ja, was macht er? Ich denke, er gibt auf. Vermutlich schweren Herzens, aber nach dem Treffer sieht er hoffentlich ein, dass es nicht in seinem besten Interesse ist, weiterzukämpfen. Ja.
verzeiht, Fräulein von Spurgelsen, dass ich diesen Kampf gegen diesen Drachentöter nicht für mich bezwingen konnte. Aber ich führe ja auch noch keinen eigenen Drachentöter-Titel, vielleicht eines Tages. Dennoch hoffe ich, dass ich eure Ehre habe zumindest etwas verteidigt. Du bist doch ein rondergefälliger Kampf. Na, ihr habt sogar einen Treffer gemacht. Das ist mehr, als die meisten von sich behaupten können. Das ist sehr nett von euch. Er gibt dir die Hand. Na, ich nehme die auch. Ich pudere noch mal den Ärmel ein bisschen zurück. Hier, seht ihr? Sogar ein bisschen blau. Ja, Mensch. Seht ihr das, Fräulein von Spurgelsen? Ich habe den Drachentöter grün und blau geschlagen. Naja, nur ja. Blau. Verbeugt sich dann vor dir, verbeugt sich dann einmal vor Jalan und geht dann ab. Er verbucht das für sich selber als Sieg. Das sehen die Turnierrichter, sehen das natürlich anders. Aber mir. Ich meine, man kann ihm nachhalten, was er will, aber bemüht hat er sich. Ich schleiche um die Gegner herum. Was könnt ihr mir bieten für den Sieg? Ich habe nicht viel, aber ich bin ein von Streitzig. Dieser Name ist einflussreich. Er piekst nochmal so ein bisschen. Ja, er macht einen normalen Angriff, damit es einfach so aussieht, als ob ihr weiterkämpfen würdet. Würde treffen. Ja, noch eine normale Parade. Oh, das kann nicht sein. Hast du deinen Schicksalspunkt wieder? Nee, hast du nicht, ne? Nein. Noch nicht. Sekunde. Wo ist der Patzer? Da. Dann stolperst du ihm in die Arme und ja, er schmeißt sich dann auch. Das ist relativ unsportlich. Er stellt dir dann die Beine, zieht dich dann über sein langes Knie und du fällst in den Staub. Und dann kannst du spüren, wie er auf deinen Rücken springt und würde jetzt gerne mit dir in den Ringkampf gehen. Das ist natürlich, hat überhaupt nichts mehr mit Ritterlichkeit zu tun, aber wenn du jetzt eine Raufenattacke nicht schaffen könntest, Raufen- oder Ringenattacke, um ihn da wieder runterzustoßen, okay, dann könnte das eben so aussehen, als ob du jetzt hier unterliegst und unabhängig davon, dass es sehr unsportlich und sehr unritterlich ist, verlieren. Könnte ich mich umdrehen und ihn treten mit einer Raufenattacke plus 2? Erstmal möchte ich eine Parade von dir haben, eine beliebige Parade, entweder Raufen oder Ringen, damit du ihn jetzt... Gut. Danach können wir mal gucken, ob es weitergeht. Okay, gut. Das heißt, du kannst dich erstmal umdrehen. Wie gesagt, er saß auf dem Rücken, du drehst dich schnell um und kannst dann seine Arme so wegdrücken, dass er dich da ja nicht auf die Schultern bekommt. Wie geht's weiter? Ich würde ihm probieren, mein Knie ins sein Gemächt zu rammen. Okay. Ein Kniestoß, eine Raufenattacke. Mhm. Kann man die auch erschweren? Ich glaube nicht, oder? Prinzipiell geht das auch, wenn du ja sowas hast wie gerade oder... Wenn du die Sonderfertigkeit Knie hast, darfst du... Ich habe Mercenario, die ganze Fertigkeit. Was macht denn Knie, die Sonderfertigkeit? Ja, Knie ist im Grunde wie eine Gerade, nur fürs Knie, soweit ich weiß. Genau, und eben, dass die Parade davon erschwert ist, wenn man nicht spezielle Sonderfähigkeiten im waffenlosen Kampf hat. Richtig, und beim Geraden brauchst du Auspendeln, beim Kniestoß brauchst du Beinarbeit. Genau, und eben, du kannst eine Knieansage mit einer Wucht eben noch versehen, wie es schon gesagt wurde jetzt gerade. Dann mache ich mal eine Knieattacke plus 3 auf. Ja, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich eine 4er Grundsätzlich-Erschwernis bekommen, weil du das Manöver gar nicht kannst, oder kannst du das? Doch, so, ich habe mehr Szenario, hab diese Manöver. Du hast Knie, also super, dann das ist natürlich super. Er ist ja Kampfmagier. Er ist Kampfmagier, ich wollte gerade sagen. Möchte jemand anderes den Schicksals... Ich erlaube es dieses Mal, dass jemand für das Team einen Schicksalspunkt gibt. Ach, was, der Streit, sie soll gewinnen. Gut,